Hallo und herzlich willkommen wieder hier mit mir, nur einer von vielen und ja, The Escapist 2 immer noch oder mal wieder oder... Ah, das fasziniert mich halt im Moment sehr, ne? Ich habe jetzt auch ein gutes Gefühl, heute hier rauszukommen. Und zwar, ich habe mir jetzt halt überlegt, hier, ne, so mache ich das jetzt heute. Ich mache hier einen auf Kamera-Typ. Warte mal, vielleicht muss man dafür sorgen, dass der jetzt hier überhaupt nicht mehr rauskommt. Aber verhauen kann ich den ja leider nicht. Nee, schade. Also kann ich nur mitlaufen, okay. Dann sind das hier halt gerade mal rein zufällig. Die kamen halt zu dritt rein und zu viert gehen wir wieder raus. Oder die kamen halt zu viert rein, zu fünf gehen wir wieder raus, ne? Ich bin auf jeden Fall hier noch ein zusätzlicher Tonmann. Mittagszeit. Ja, dann lass uns mal die Mittagszeit aufnehmen gehen. Ach, scheiße. Boah, ich muss voll auf die Hunde jetzt aufpassen, ne? Wenn ich irgendwo einen Hund sehe, ist das nicht witzig. Ah, ich muss mich aber auch beim Mittagessen einmal blicken lassen. So, haben wir gemacht. Jetzt wieder zu meinem Kamerateam. Da kommen sie schon. Müssen wir nur dranbleiben. Hallo, Freunde. Ich muss danach leider noch kurz arbeiten, ne? Oder schwänze ich die Arbeit heute mal? Ich glaube, ich schwänze die Arbeit mal. Oh, die gehen da rein. Das ist immer heikel da drin. Okay, gehen wir einfach mal rein. Du siehst gut aus, Kumpel, sagt er. Ja, ich weiß. Ich gehöre ja auch hier mit zu, ne? Fällt gar nicht auf. Ich muss hier hinterstehen, ne? Stimmt, wir sind ja zwei Tonleute, so. Dum-di-dum-di-dum-dum-di-dum. Ich glaube, das klappt. Ich glaube, das klappt. Jetzt muss ich ja leider eben arbeiten gehen. Ich mache das einfach eben schnell. Ich wollte ja eigentlich schwänzen, aber komm, egal. Falls ich halt doch nicht schaffe auszubrechen, ne, verdiene ich wenigstens noch ein bisschen Geld. Außerdem kann da keiner, können die mir da nichts hier tun, ne? Habe ich wenigstens die Routine erfüllt. Was? Läuft der da jetzt gerade einfach raus, oder was? Sieht so aus, oder? Eigentlich wollte ich da jetzt schnell hinterherlaufen. Ne, okay, komm. Wir bleiben bei dem Plan mit dem Kamerateam. So, wo sitzt ihr hin? Hallo, Freunde, Kamerateam. Wir sind doch eine große Gruppe. Oh, oh, jetzt muss ich die nur wiederfinden. Ja, wo stecken sie denn? Freunde! Ich habe euch kurzzeitig verloren. Mal eben aus dem Auge verloren. Ne? Oh, oh, Pultdurchsuchung. Hoffentlich nicht bei mir. Aber ich denke schon, ne? Sonst würde mir das hier nicht angezeigt werden. Wir sollten ihnen eine Lektion erteilen. Ja, genau, das solltet ihr. Das ist nicht verkehrt. Ich guck mal, ob ich jetzt vielleicht einfach rausspazieren kann, ne? Vielleicht geht's ja. Die Arbeitszeit ist nicht abgehakt. Warum das denn? Habe ich doch fertig gemacht. Ach so, weil ich nicht als Knasti eingetragen bin, oder wie? Okay. Nee. Jetzt steht die Arbeitszeit wieder als abgehakt, okay? Na gut. Hauptsache abgehakt. Nee, zurück zur Zelle. Nee, ausgerechnet jetzt. Ich war doch schon fast draußen. Also die Tür geht leider nicht auf. Shit. Muss ich wohl zurück in meine Zelle, ne? Oder ich probiere schnell, wenn hier gerade kein Hund ist. Nee, die haben mich entdeckt. Greif Verdächtigen an, scheiße. Verdammt, haben mich doch irgendwie entdeckt. Na gut, dann werde ich hier leider die Ausrüstung jetzt verlieren. Oh, der scheiß Hund. Der scheiß Hund. Ja, gegen den Hund kann ich halt nichts machen. Naja, hat er mich. Ich habe noch versucht, in den Spind zu flüchten. Ah, damit ist die Kameraausrüstung und meine Zivilkleidung leider wieder weg. Dann ist der Weg leider gefloppt. Wieso haben die mich entdeckt, frage ich mich. Schande. Na gut, dann buddel ich mich halt heute Nacht raus. Solange die nicht oben meine ganzen Sachen plündern, ist alles gut, wa? Warum ist jetzt hier noch Verriegelung wegen mir, oder wieso? Ach komm, so schlimm bin ich doch gar nicht. So ein schlimmer Finger bin ich gar nicht. Hier rennt eine SWAT-Einheit rum. Die würde ich natürlich gerne umhauen. Ja, natürlich bringen die mich in Einzelhaft. Selbstverständlich. Habe ich auch nicht anders verdient, ne? Jetzt ist Sportzeit. Aber das Gute ist, wird gerade wieder resettet. Müsste ich halt nur schaffen, am Sport teilzunehmen, aber... Habe ich leider nicht geschafft. Komm, wenn ich jetzt keine Routine mehr verpasse... Sollten wir mit 0 Sternen in die Nacht gehen. Komm, ich muss nur schaffen, um zur Dusche zu kommen. 43 Sekunden noch hier. Ah, ich muss so viele Kartoffeln schälen.
Also die Küchenjungs, die freuen sich, ne? Dadurch, dass ich so oft in Einzelhaft sitze, müssen die nie wieder Kartoffeln schälen. Oh, jetzt komme ich noch in die Dusche. Ah, das schaffe ich noch, du, das schaffe ich noch. Halt durch, Kumpel. Ach, habe ich immer noch die Zivil... Ich trage immer noch die Zivilkleidung, okay? Wie geht das denn? Die haben mir meine andere Kleidung abgezogen, aber die Zivilkleidung haben sie mir gelassen. Kann ich jetzt hier nicht irgendwo eine Kleidung klauen? Ja, die Zivilkleidung ist ja nicht mal verboten, das ist ja der Witz. Okay, dann kann ich auch weiter in Zivil rumrennen, ne? So ist das ja nicht. Komm, ich kann ja nochmal ein bisschen looten gehen. Vielleicht finden wir ja noch was Tolles. Oh, Mist. Hat er mich gesehen? Ja. Neue Schuhe? Ja, wirklich, ne? Mhm. Mikrofon. Okay, der Name ist auch nicht schlecht, ne? Haben sich schon mal Lustiges einfallen lassen. Wo kriege ich denn jetzt nochmal eine Uniform her? Abendbrotzeit. Ne, hier sollte ich besser keine Randale dran anfangen. Nicht gut. Dich, du bist es. So, oh, was? Der haut mich ja zuerst kaputt. Jetzt habe ich den. Fast, da hatte ich ihn. Oh, jetzt aber, komm. Ein Schlag doch. Ich will doch nur deine Uniform. So, mehr will ich doch gar nicht. Oh, der hat noch eine Batterie und zwei Kämme. Na gut, ist nochmal zweimal Plastik, ne? Und Bleiche. So. Habe ich nichts mit am Hut da mit dem, dass der da so liegt. Kann ich gar nichts für. Die will ich ja wieder anziehen. Das kommt da rein, das kommt da rein, das kommt da rein. Ist nicht mal was Illegales bei. So, umgezogen. Zivilkleidung. So. Ja, alles gut, ne? Jetzt haben wir noch mal ein bisschen Freizeit. Am liebsten würde ich ja jetzt schon anfangen zu buddeln, aber besser nicht. Nee. Wir warten, bis es Nacht ist. Wir machen das richtig. Hoffentlich reichen die drei Schippen dafür. Oder fünf haben wir ja insgesamt, ne? Aber ich muss auch gucken, dass ich halt alles getragen kriege. Ich kann nur 6 Slots nehmen. Das ist nicht viel. Mal sehen. Ja, dann müssen wir noch eben leider die Freizeit abwarten. Komm, kann hier nicht schneller rumgehen? Nö, ich habe eine Idee, was ich mache. Ich gehe mal gucken, ob ich vielleicht noch so einen Energy Rush finde. Gehen wir nochmal oben in die Sanitäterstation. Dafür nehmen wir uns halt hier die Krankenstationskleidung. Komm, schwingen wir uns mal rein. So, dann sehe ich halt aus wie so ein Sanitäter. Und damit komme ich halt in den einen Raum hier rein. Bereit für die OP, Leute? Klar, ich bin da! Hier, Profi, euer Profi-Chirurg ist da. Möchte gern Profi-Chirurg. Zahnseide, habe ich auch noch nie gefunden. Nehme ich mal mit. Saubere Zähne sind wichtig. Wofür ist hier die ganze Zeit der Pfeil hier? Verstehe ich nicht. Ah, hä? Der ist auf jeden Fall unter meiner... Wo geht die Treppe hier hin? Frage ich mich auch noch so. Gehen wir nochmal eben nach unten. Ja, Fragen über Fragen, ne? Zahnseide? Ach, sehe ich mal illegal. Okay. Oh, aber die Häftlingskleidung sollte ich mir wieder anziehen, ja. Ist besser. Ja, ich lager die Sachen doch mal wieder in meinem Spinnen, falls ich das nicht schaffen sollte zu entkommen, ne? Damit wir die Sachen wenigstens noch alle behalten. Der hat eine Schippe dabei. Soll ich mir die Schippe nochmal holen? Haben wir noch eine mehr? Ist zwar nur so eine kleine, aber... Nee, das war illegal, ne? So. Was machen wir jetzt noch? Eigentlich warte ich jetzt nur gerade darauf, dass hier die Zeit rumgeht. Wie viel Geld haben wir? 50. Gibt es eigentlich verschiedene Maps? Ja, es gibt locker 5 verschiedene, aber ich glaube, wir können sogar 6 oder 7 sein. Plus, ich kann mir vorstellen, so war das auch bei dem alten Teil, dass danach irgendwie noch so ein Editor kommt oder so und dass dann Leute noch eigene Maps entwerfen können. Also, ja, damit ist hier eigentlich fast unendlich Spielspaß geboten. Wenn die das tatsächlich genauso machen, gehe ich aber von aus. Wo waren denn nochmal die... Da müssen die ja unten sein. Die, Telefone. Und hier liegt ein Stück Holz. Okay, das nehme ich mit. Waren die Telefone jetzt doch hier unten? Ich verlaufe mich da immer. Nee, hier sitzt er auch nicht. Hä? Naja. Dann nicht. Laufe ich hier halt noch meine letzte Nacht noch durch den Knast. Nochmal so ein kleines Sightseeing. Ich muss halt meine Stamina... Okay, die sollte auf 100 sein. Ist sie? Alles klar. Na, warten wir mal ab. Komm, eine Stunde noch. Da müssen wir noch einmal zum Appell. Haben wir irgendwas Illegales? Wieso habe ich denn jetzt einen Halter? Da lag doch ein Holz. Ich wollte eigentlich den Halter aufheben. Na. Also, das Holz aufheben und nicht den Halter, ne? Komisch. Egal. Komm,
Noch eine halbe Stunde bis zum Appell. Und dann beginnt unser eigentlicher Ausbruchsspaß. Hoffentlich klappt das. Der erste ist ja gerade schon mal schief gegangen, ne? Aber ihr wisst es. Oh. Was ist denn nun los? Hab mich gerade verschluckt. An nichts. Ja, nu. Oh. Ich glaube, geht wieder. 10 Minuten noch. Ich bin schon ganz heiß. Ich will halt wissen, ob das klappt. Ich bin mir sicher, das klappt. Weil wenn ich schon dran zweifle, dann kann das ja auch nicht klappen, ne? So, gut, Appell ist abgehakt. Gut, 0 Sterne, wunderbar. Ich klaue mir trotzdem immer noch eben eine Decke hier. Mal gucken, vielleicht kann ich ja doch noch einen Bettlaken mehr hier vor meine Zelle machen. Probieren wir mal aus. So, da kann ich eins hinhängen. Ne, ist leider genau mittig, ne? Hier muss ich eins hinhängen. Muss ich mal gucken, dass hier eben keine Wache vorbeikommt. Wenn die Wache das mich jetzt sieht, dann macht die das doch. Das geht doch schief, sagt Ben. Ey, Bender! Hab gedacht, du glaubst an mich. Wenigstens einer, hätte ich so gedacht. Na komm, dann, okay. Dann, dafür habe ich halt den Dave, ne? Der glaubt an mich. Ich muss jetzt hier gleich halt voll Gas geben. So, deswegen habe ich schon mal alles vorbereitet. Schraubendreher in die Hand. Muss ich von hier noch irgendwas mitnehmen? Nö, eigentlich nicht, ne? Ne. Der Schraubendreher sollte dann eh kaputt gehen. Komm, schrauben wir schon mal los. Nee, haben die das repariert, habe ich mir gedacht. Ah, Yannick glaubt auch, dass das klappt. Danke, Yannick. So, wenigstens ein paar vertrauenswürdige Leute hier. Die mir vertrauen, meine ich. Okay. So, wir sind frei. Also, ne, so. Hier raus zumindest schon mal. So, so. Ah, jetzt müsste ich hier eigentlich so ein Pappmaché-Ding dran machen, ne? Boah, was war das nochmal? War das nicht zweimal Pappmaché nur? Kurz nochmal gucken hier. So ein provisorisches Gitter. Wo ist es? Ja, da ist es. Okay, haben wir. Na komm, schmeiß weg das Ding in hier. So, okay. Also eigentlich sieht das jetzt aus, als ob ich in der Zelle wäre. Ne? Ihr seht das, da ist halt ein Dingens drin. Ein Fake habe ich da reingebracht. Also wenn die jetzt in meine Zelle kommen, müsste das eigentlich für die so aussehen, als wäre ich da, ne? Scheiße, ich kriege das halt nicht alles mit, habe ich mir gedacht. Ja, und ich muss mir noch die Polizeiuniform anziehen. Ich glaube, den Schlüssel brauche ich gar nicht, wa? Glaube ich. Okay, lassen wir das mal hier. Den Rush nehme ich mit, auf jeden Fall schon mal eine Stütze. Oh, 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 oh. Ich mache das auch anders, warte. Ich brauchte, glaube ich, nein, jetzt brauche ich den zweiten Lüftungsdeckel. Ist egal. Hier, komm, schraub schnell los. Schraub los! Mach schon! Mann, schon 0.35 Uhr. Oh, kann sein, ich hab doch nicht schaffe hier in einer Nacht. Aber wir geben nicht auf. Ich kann nicht noch mehr tragen, ja, ist mir eigentlich egal. Ja, dann schmeiß die Schaufel halt nochmal eben weg. Okay. Das Problem ist halt, wenn die gleich das Loch sehen, dann werden die das nicht lustig finden. Aber kann ich jetzt gerade auch nichts dran ändern. Also ich bin leider voll. Warte, die Schraubendreher kann ich noch hier lassen. Ja, und eine Stütze muss ich mitnehmen, bringt nichts. Okay, gehen wir mal gucken, ob das klappt. Dann muss ich aber leider gleich noch einmal wieder zurück. Ob ich das hier noch in der Nacht schaffe? Jetzt halt die Frage, ob die Tür hier auf ist, ne? Das ist jetzt natürlich die Voraussetzung. Nein, die ist nicht auf! Muss ich doch den Schlüssel mitnehmen. Wie haben wir das denn letzte Mal gemacht? Okay, scheiße. Heißt, ich brauche doch jedes Mal den Schlüssel, um da rein und raus zu gehen. Okay, ich probiere jetzt trotzdem da zu graben, ne? Das ist nun mal der Plan. Dann ziehen wir das so durch. Scheiße, muss ich den falschen Lüftungsdeckel kaputt machen. Bringt nichts. Ja, heb den noch auf. Mach da wieder nicht, weil irgendwas zu voll ist hier. So. Ah, der kann man ja wohl mehrmals benutzen. Okay. Irgendjemand sagte mir, man kann den nur einmal benutzen. Na, dann ist ja gut. Vielleicht ging das auch bis heute nur einmal. Kann ja auch sein, dass die das jetzt geflickt haben. Oh oh. Oh oh, die haben den Schaden hier entdeckt. Nicht gut. Aber ist mir jetzt gerade egal. Hab ich ja keine Zeit für. Also ich muss den Schlüssel mitnehmen und dann anfangen zu graben irgendwie. Ich muss zumindest ein bisschen was heute Nacht noch schaffen. Puh, wir versuchen es.
Was habe ich denn jetzt hier? Wo habe ich denn gerade den zweiten, den Energy Rush hingeschmissen? Oder habe ich den verbraucht? Oh, habe ich jetzt echt einen verbraucht? Kann sein. Egal, wir haben keine Zeit. Oh, hier komme ich ja nicht raus, shit. Wo habe ich jetzt wohl nochmal aufge... Ah, hier. Ah, im richtigen Moment nochmal rausgekommen, ne? In dem Moment wurde er halt wieder repariert. Da hätte ich vielleicht den falschen Lüftungsdeckel drauf machen sollen, ne? Dass das nicht direkt auffällt. Naja. So, kommen wir hier wenigstens raus. Und jetzt geht los. Zu still für meinen Geschmack. Hi, Kumpel. Hier? Ich glaube, hier ist gut. Los geht's. Fangen wir an zu buddeln. Müssen wir halt hoffen, dass jetzt hier abends keiner vorbeigelaufen kommt, ne? Das ist ja nicht mal so weit. Ach, jetzt hat der... Der kann nicht... Ah, jetzt muss ich erstmal wieder irgendwas hinschmeißen. Scheiße. Okay, haben wir. So, was mache ich jetzt mit dem Sand? Ich schmeiß den erstmal einfach dahin, ne? Dann muss ich gucken, dass ich auch ja nach vorne grab und nicht nach oben. Das passiert leider manchmal. Komm schon, komm schon. Wir haben auch nicht mehr so viel Zeit. Ich muss halt hoffen, dass jetzt hier keine Wache mehr vorbeiläuft, ne? Wenn jetzt abends eine drüber läuft, dann bin ich... Ach, Mann, der kann schon wieder nichts mehr tragen. Immer noch nicht, ne? So, jetzt hebt das hier auf, komm. Und jetzt, wie ist das? Kann ich doch hier hinschmeißen, ne? Ne, ich kann das hier nicht ablegen, okay. Müssen wir leider nach oben bringen. Okay, jetzt kann ich aber die Strebe, ne? Ja, jetzt kann ich die Strebe halt hier unten lagern. Oh, okay, weiter graben. Wir haben doch keine Zeit. Aber ich werde das heute nicht schaffen, ne? Es ist schon 4 Uhr. Ich kann also nur versuchen, jetzt ungefähr die Hälfte zu machen und dann morgen die andere Hälfte zu machen. Ob das klappt, ey. Ich habe halt Angst, dass das Loch in der Nacht entdeckt wird hier. Okay, haben wir. Weiter jetzt, mein Freund, komm. Schnell weiter. Ein bisschen von dem Dreck muss ich mir leider aufheben. Oh Mann, Zeit ist auch bald rum. Ich kann nicht noch mehr tragen, aber war klar. Ich muss die Erde da oben gleich entsorgen, ne? Sonst fällt das auch auf. So, und da muss ich jetzt, glaube ich, eine Stütze machen, ne? Ja, der Tunnel braucht eine Holzstrebe. So, haben wir. Okay, dann einmal die Strebe. Okay. Jetzt halt die Frage, ne? 5 Uhr. Eigentlich kann ich noch ein bisschen buddeln, oder? Ein bisschen geht noch, komm. Jetzt habe ich ja eins, wie viel habe ich? 1, 2, 3, 4 Felder eigentlich schon, ne? Komm, wenn ich noch eins schaffe, dann haben wir heute zumindest gut was geschafft. Dann muss das nur irgendwie so bleiben, dass das bis morgen nicht auffällt. Ich gönne mir mal so einen hier, damit ich halt ein bisschen Platz kriege. So, was haben wir jetzt noch? Ich muss die eine Erde irgendwie wegkriegen. Wohin damit? Wo kann ich damit mal hin? Ich schmeiß die hier rein. So. Oh Mann, habe ich noch viel Erde in der Tasche. Ich muss jetzt halt gleich nur... So. Also hier draußen haben wir alles verschwinden lassen. Ist halt die Frage, ob das da irgendjemand entdeckt, ne? Oder ob ich da irgendwas drüberlegen muss oder so. Aber ich kann da halt nichts drüberlegen. Ich habe halt nichts, was ich da drüberlegen könnte. Das ist das Problem. Was mache ich jetzt mit der Erde noch? Ich muss die Erde irgendwie verschwinden lassen. Ich leg's einfach hier hin. So, mal gucken, ob dem Latte auffällt. Wahrscheinlich schon. Ja, wer hat das denn hier gelassen? Direkt vor meiner Nase. Ja, komischer Vogel, ne? Den musst du dir mal suchen gehen. Boah, also habe ich doch wieder nicht geschafft, hier rauszukommen. Jetzt muss ich doch nochmal einen Tag durchziehen und dann kann ich versuchen, da weiter zu buddeln. Wenn ich Glück habe und die finden das Loch nicht, ne? Das ist halt die Voraussetzung. Okay, die Erde lasse ich jetzt auch einfach mal hier oben. So, Schaufeln lassen wir auch da. Den nächsten Energy Drink, das hier noch. Okay. Dann brauchen wir nur noch falscher Lüftungsdeckel. Und eigentlich wieder nach unten, ne? Ne, noch die Hefte. Oh, hier meine Uniform brauche ich noch. So, lassen wir die wieder hier. Ja, und runter, ne? So, falschen Lüftungsdeckel drauf. Und alles wieder aufräumen hier. So, da war nix, ne? Ach du Scheiße, habe ich hier noch. Ah ne, das ist ja sogar legal. Das ist gut, okay. Nein, nein, habe ich den doch nochmal abgemacht. Wollte ich doch nicht. Mach schnell wieder dran hier. So. Muss ich halt zum Appell, ne? Ich muss mich da blicken lassen. Muss hier aber noch meine Dinger hier entfernen. Meinen Bus hier. So. So, okay. Sah doch gar nicht schlecht aus, oder? Komm, wir müssen morgen nur weiter durchziehen.
und hoffen, dass das jetzt heute nicht auffällt. Und dann sind wir schon frei. So leicht kann das sein. Ich muss aber noch gucken, wie ich nach oben buddeln kann, ne? Das weiß ich noch nicht, aber muss ja auch irgendwie gehen. Ja, legen wir hier mal wieder die Dinger hier hin. So, also eigentlich war das eine erfolgreiche Nacht, würde ich sagen. Nicht ganz so gelaufen wie geplant, aber naja, könnte auch schlechter sein. Jetzt müssen wir halt nur hoffen, dass der Kram da heute Nacht nicht auffällt. Lass uns mal gucken, wie sieht das denn aus? Das fällt doch nicht auf, oder? Ich finde, das sieht keiner. Vielleicht hätte ich das doch von hier aus irgendwo machen sollen oder so. Hier ist natürlich das Gute, hier muss man sich nicht weit buddeln, ne? Aber naja. Wir haben es ja fast. Wir sind schon hier irgendwo, ne? Hier oder hier sind wir schon. Heißt, wir brauchen noch zwei Felder höchstens und dann raus und... Wir sind so nah da dran. Jetzt muss ich ja den Tag halt heute wieder durchziehen. Schnellstmöglich, ohne aufzufallen. Hoffentlich macht auch kein anderer hier Mist. Das ist natürlich auch immer so eine Sache. Ich könnte jetzt ja noch ein bisschen looten gehen oder so, ne? Aber eigentlich habe ich ja alles, was ich brauche. Sieht zumindest gut aus. Ich guck trotzdem mal, vielleicht finden wir ja noch das ein oder andere Tolle. Der Plastikschlüssel muss halt durchhalten, ne? Aber das wird der wohl. Ich glaube, das klappt. Ich mache dann hier sofort erstmal eine Pause in der Aufnahme und nehme dann einfach gleich wieder weiter auf, wenn wieder Nacht ist und ich wieder da bin, damit das hier nicht zu lang wird.